Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen weiteren Mod-Vorstellung mit mir, dem Dr. Raxo. Vielen Dank für euer heutiges Dabeisein. Ja, vor einigen Monaten habe ich ein Tutorial zur Blockbuster-Mod gemacht. Das ist sehr gut bei euch angekommen. Vor allem in den letzten Wochen ist das nochmal ordentlich durch die Decke gegangen. Erstmal vielen Dank dafür. Aber es haben sich auch schon einige Leute in den Kommentaren gefragt, warum diese Methode denn nicht funktioniert. Und das liegt daran, dass sie leider aus der Mod rausgepatcht wurde und mein Tutorial demnach mehr oder weniger komplett wertlos ist. Ja, in dieser geupdateten Version vom Tutorial zeige ich euch mal die Methode, die dafür jetzt vorgesehen ist. Denn das ist auch die einzige Methode, die noch drin ist und meiner Meinung nach auch sogar ein bisschen besser als die alte Methode. Denn ihr braucht dafür keinerlei Blöcke, ihr braucht dafür keinen Playback-Button, kein gar nichts. Alles, was ihr dafür braucht, ist das Menü, welches ihr mit der Taste 0 aufrufen könnt. Zunächst einmal möchte ich euch aber empfehlen, ebenfalls die Emoticons-Mod mit zu installieren. Denn mit der Mod könnt ihr unter anderem solche Animationen kriegen. Die kann man zwar ausstellen, aber ich finde die auch gar nicht so schlecht und man kann auch Tänze machen. Vielleicht gibt es dazu nochmal eine einzelne Vorstellung. Die Mod ist auf jeden Fall vom selben Entwickler wie von der Blockbuster-Mod. Und demnach kooperieren die auch sehr gut. Und die Filme, die man mit der Blockbuster-Mod machen kann, also die Models, die Personen quasi, ihr wisst, was ich meine, die können dann quasi auch mit diesen Animationen rumlaufen. Und ich zeige euch natürlich auch heute, wie das funktioniert. Nochmal hier das Menü mit der Taste 0 aufgerufen, geht ihr erstmal hier auf das Menü Scene. Dann könnt ihr hier bei Scenes eine neue Szene erstellen. Das ist quasi eine Szene, wie soll man es beschreiben? Halt mehrere Charaktere könnt ihr dieser Szene hinzufügen. Ich nenne sie jetzt einfach mal Tutorial. Und dann könnt ihr hier demnach mehrere Replays hinzufügen, also Charaktere. Ich nenne jetzt einen davon einfach mal Raxo, das wird dann ich selbst. Und wir können dann hier erstmal auf Pick drücken und einen Morph hinzufügen. Wenn ihr die Emoticons-Mod dabei habt, dann könnt ihr hier oben auf Emoticons und auf Models gehen. Dann sind hier nämlich die verschiedenen Models, die mit den Animationen rumlaufen. Ich würde euch empfehlen, auf das 3D-Model zu gehen, denn wenn ihr dann so einen 3D-Skin habt, wie ich es jetzt habe, dann wird das ein bisschen schöner aussehen. So, kaum ist das Model ausgewählt, fragt euch jetzt vielleicht erstmal, ich will es aber nicht mit einem Steve rumlaufen. Keine Sorge, dazu müsst ihr nur auf Edit klicken, auf Meshes, auf Body und auf Pick Texture. Falls ihr in der Konfigurationsdatei, so wie ich es gerade hier einblende, einen Skin hinzugefügt habt, dann können wir den auch hier im Spiel finden. Ihr müsst einfach nur hier auf Blockbuster, ich weiß nicht, ob das für Blockbuster stehen soll, BA auf jeden Fall, und dann auf den Ordner gehen, unter dem ihr es abgespeichert habt. Ich habe es jetzt unter Fred abgespeichert. Und hier sehen wir dann den Skin, den ich ausgewählt habe. Das ist mein Skin. Es ist natürlich ein bisschen umständlich, dass man seinen eigenen Skin noch einfügen muss und das nicht einfach in-game geht, aber wir können froh sein, dass das überhaupt geht. Ich würde sagen, wir fügen einfach nochmal, einfach weil wir es können, einen ganz normalen Steve an. Dem geben wir jetzt keinen Skin, denn wir können ja ebenfalls zwei Charaktere auswählen. Im Übrigen, es gibt ja auch noch ganz viele verschiedene Models, also wirklich aus diversen Mods. Es gibt einen Wither, es gibt einen Enderdrachen, es gibt hier teilweise echt verbuggte Sachen. Es gibt alle Tiere, fast alle zumindest. Und es gibt auch Notch, frag mich nicht warum, der hat irgendwie keine G-Animation und Rüstungsständer gibt es auch. Es gibt quasi alles und wenn ihr noch Mods installiert habt, dann ist das auch definitiv gar kein Problem. Wenn ihr einen Charakter habt, den ihr nicht haben wollt, könnt ihr auch einfach auf Minus gehen, dann wird der sofort entfernt. So, zuerst solltet ihr den Charakter auswählen, den ihr aufnehmen wollt. Ich nehme jetzt erstmal meinen Charakter, also den guten Raxo. Und dann geht nochmal ganz kurz in die Controls rein, auf Blockbuster und belegt diese zwei Tasten. Die sind von Anfang an belegt, aber das sind keine sehr guten Tasten, zumindest keine, die ich jetzt sofort gefunden hätte. Vielleicht bin ich dumm, ich weiß es nicht. Ich habe die jetzt auf Z und U gelegt, denn mit der einen Taste können wir die Aufnahme starten und mit der anderen können wir die Aufnahme abspielen. Ich habe jetzt auf Z und U gelegt, wie gesagt. Und ja, wir gehen jetzt erstmal auf Z und schon wird die Aufnahme gestartet. Wir können dann hier einfach willkürlich rumlaufen. Ihr seht, die Animation ist da, der 3D-Effekt ist auch da. Wir können jetzt ganz willkürlich einfach Bäume abbauen. Wir können auch Tiere töten, rein theoretisch, aber würde ich auch nicht empfehlen, weil Tiere sind super. Stirb, Schwein! Es tut mir leid. Ruhe in Frieden, Schwein. Und ja, wir können eigentlich alles zerstören, Leute. Keine Sorge, selbst wenn ihr da die ganze Insel in die Luft jagt. Wir klicken jetzt nochmal auf Z. Und wir werden zurück an den Anfang teleportiert. Das könnt ihr ebenfalls hier in den Optionen einstellen, wenn ihr nochmal ins Menü geht. Dass ihr zurück zur Position teleportiert werdet, an der ihr die Aufnahme begonnen habt. Könnt ihr auch ebenfalls einstellen, dass ihr unsterblich werden oder unsichtbar, warum auch immer man das machen sollte. Aber ja, wir klicken dann einfach auf die Taste, die wir ausgewählt haben, um die Aufnahme abzuspielen. Bei mir ist das jetzt U. Und schon wird der Charakter abgespielt. Der läuft hier einfach lang, zerstört den Baum nochmal.
Oder schaut sich erstmal an. Wir können auch beliebig schlagen, das juckt den überhaupt nicht. Denn wir haben den ja auch so aufgenommen. Da fliegt er mit einer sehr komischen Animation. Ja, das ist leider nicht so toll. Und ja, der steht hier einfach rum, baut alles ab als Demonstration. Und gleich ist die Aufnahme dann auch schon vorbei. Wenn ich hier nochmal auf U drücke, dann wird die nämlich beendet. Tja, und normalerweise bleibt alles so, wie es vor der Aufnahme war, Leute. Keine Sorge. Bei mir ist das jetzt so, weil ich in die Aufnahme eingegriffen habe, weil ich hier auch ein bisschen was abgebaut habe, ist die Mod ein bisschen in Verwirrung geraten. Das ist natürlich, was das nicht passieren sollte. Also am besten die Aufnahmen immer in Ruhe lassen. Wenn ihr sie abspielt hinterher, jagt ihr noch ein ganzes Gebäude in die Luft und dann ist das hier einfach noch so. Wie ihr uns schwer erkennen könnt, ist die Mod noch sehr viel umfangreicher, als ich hier gerade erklärt habe. Also falls ihr noch ein ausführliches Tutorial haben wollt, dann lasst es mich in Form eines Kommentars oder eines Daumen nach oben wissen. Vielleicht sogar beides. Ist das zu viel verlangt? Ich hoffe nicht. Der Mod-Entwickler MacHorse, oder wie auch immer man ihn aussprechen soll, hat auch auf seinem YouTube-Kanal diverse Tutorials zur Mod veröffentlicht. Also falls ihr das sehen wollt, verlinke ich es also nochmal in der Videobeschreibung. Seid aber gewarnt, der spricht halt Englisch. Und naja, er benutzt aus irgendeinem Grund eine Computerstimme und nicht seine eigene. Also nur damit du Bescheid bist. So Leute, das war's mit dem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Falls nicht, könnt ihr natürlich auch gerne einen Daumen nach unten geben. Aber schreibt mir auch bitte in die Kommentare, was ich falsch gemacht habe, damit ich mich verbessern kann. Ich würde sagen, wir sehen uns dann. Minecraft ist abgeschmiert. Also ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss. Kleine Ankündigung am Rande. Ich habe vor, am 24.12. um Mittag mal einen Livestream zu starten auf meinem YouTube-Kanal. Eine genauere Uhrzeit werdet ihr wahrscheinlich noch später im angepinnten Kommentar finden. Das ist mein erstes Mal, dass ich streame, also es wird wahrscheinlich sehr viel schief gehen. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr dabei wärt.